Und jetzt gibt es noch eine Wortmeldung von der Regierungsbank von Vizekanzler Werner Kogler. Meine Damen und Herren, einige wenige Punkte. Was nicht angesprochen wurde, ist die hier mitbeschlossene Gehaltserhöhung. Ich gehe das ganz offensiv an und kann anschließend dann besten Gewissens einen Dank an die vielen Gruppen im öffentlichen Dienst anschließen. Heute war es da relativ still. Ich habe ja im Ausschuss rund um diese Debatte vernommen, weil sie schon abgezeichnet hat, dass wir mit 1.45 abschließen wollen und werden. Das ist ja mit dem Finanzministerium dann so vereinbart gewesen. Zwischentöne dieser Art, naja, die sind eh so privilegiert. Wieso brauchen die das? Wieso ist eigentlich nur der Nullanrunde und überhaupt? Nun, ich möchte dazu sagen, dass es wohl zutreffend sein wird, dass nicht einmal alle, aber über größere Teile der öffentlich Bediensteten, sei es jetzt im Bundesdienst, Land, Gemeinden, auch die nachgelagerten und ausgelagerten Einheiten betroffen sind, ja regelmäßig in der österreichischen Realverfassung, wenn Sie so wollen, von den Abschlüssen, die wir hier machen, weil die meisten ja nachziehen. Alles soweit so richtig. Aber es ist tatsächlich so, dass etwa bei Gesellschaften in kommunalen Betrieben aufgrund der schwierigen ökonomischen Lage nicht einmal ausgeschlossen ist, dass es nicht dort auch zu Reduktionen der Personalstände kommt. Also nicht einmal das Argument hätte gestimmt. Aber mir geht es um was anderes und zusätzlich noch. Die öffentlich Bediensteten, und seien es jetzt jene in den Krankenhäusern, Ärzte, Pflegepersonal, in den Pflegeheimen, die Polizistinnen und Polizisten, die Lehrerinnen und Lehrer, die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, die Angestellten im Verteidigungsministerium, die Bediensteten dort, auch im Bundesheer selber und so weiter und so fort, leisten im Moment Herausragendes, denke ich. Leisten Herausragendes. Und viele der besungenen Heldinnen und Helden vom März weg und Beklatschten sind öffentlich Bedienstete. Das ist so. Also hätte ich wenig Verständnis dafür gehabt, ich habe Verständnis für jede Debatte und zu vielen verschiedenen Zeitpunkten, aber nicht zu diesem, dass das Argument gebracht wird, da gibt es eher besondere Arbeitsplatzsicherheit. Ja, das mag in der Wahrscheinlichkeit nach ein gewisser Unterschied sein zu jenen, die im privaten Bereich angestellt sind. Das will ich ja gar nicht leugnen. Nur man muss ja alles zusammen abwägen. Und so denke ich, war es eine schlaue Entscheidung, eigentlich ein großer Verdienst von allen, die da beteiligt waren, auch von der Gewerkschaft, öffentlicher Dienst, danke auch dem Verhandlungspartner bei diesen Gehaltsverhandlungen, dass wir uns in ganz, ganz knapper Zeit darauf verständigt haben, was das Einfachste ist und an dieser Stelle das Nachvollziehbarste, nämlich genau, fast auf den 100stel Prozentpunkt genau, die abgebildete Inflationsrate der letzten 12 Monate heranzuziehen. Genau so, wie es eigentlich immer war. Und in dieser ohnehin so schwierigen und herausfordernden Zeit, da keine Spompanadeln zu drehen und Ehrenrunden zu drehen, sondern sich kurz, knapp und rasch zielsicher zu einigen. Und ich glaube, dass diese Verhandlungsführung ist ein Wert an sich in dieser schwierigen Situation. Und wie gesagt, mir würde jedes Verständnis dafür fehlen, ausgerechnet jetzt, wo der allergrößte Teil der öffentlich Bediensteten hier, wenn Sie so wollen, an dieser Front kämpft, die wir ja alle jetzt schon seit 10 Monaten beobachten und teilweise ja auch mit allen Schwierigkeiten erkennen können. Das dazu. Und da kann ich wirklich nur den Dank an all diese Gruppen verstärken. Und bei der Gelegenheit, man kann zu diesem Massentest stehen, wie man will, aber ich denke, sie sind von der Aufbereitung her hervorragend organisiert. Da sind auch wieder viele öffentlich Bedienstete dabei, aber auch freiwillige Organisationen, und ich stehe nicht an dieser Stelle, weil ja wir auch Zuständigkeiten in diesem Bereich haben, auch dort meinen Respekt und meinen Dank zum Ausdruck bringen.
Es sind viele Tausende, die in jedem Bundesland hier helfen. Und ich schließe natürlich mich auch an diesen Appell an, zu sagen, bitteschön, Menschen, liebe Leute, die ihr diese Gelegenheit bekommt, geht's testen, lasst euch testen. Es bringt was. Gerade in der Zeit vor Weihnachten. Niemand wird ja wohl ein Interesse dran haben, nicht zu wissen, ob er infiziert ist oder nicht. Und deshalb zu riskieren, ob er seine Verwandten, seine Liebsten, insbesondere wenn sie älter sind, anzustecken. Und die Vorweihnachtszeit und die Weihnachtszeit ist doch jene Zeit, wo die allermeisten am allerhäufigsten Kontakt mit ihren älteren Verwandten haben. Das ist einfach so. Ja? So leben wir hier in Österreich. Das ist ja auch gut so. Da soll ja auch einiges ermöglicht werden Richtung Weihnachtsfeiertage. Umso wichtiger ist es, sich testen zu lassen. Genau um die Risiken gegenüber den verletzlichen und vor allem älteren Personengruppen und unseren nächsten Verwandten diese Risiken zu reduzieren. Ich kann das wirklich nur mit dieser Begründung noch einmal mit einem, wenn Sie so wollen, auch herzlichen Appell versehen. Und in der Sache selber noch, richtig ist, es sind viele Punkte in dieser Dienstrechtsnovelle drinnen. Insofern ist es ein gar nicht so kleiner Wurf, da schließe ich mir der Abgeordneten Blimlinger an und möchte nur zwei Punkte, weil sie nicht so stehen bleiben sollen, aus den Debattenbeiträgen hier herausgreifen. Das eine war, dass moniert wurde oder irrigerweise behauptet wurde, dass die Bundesregierung oder die Regierungsfraktionen der Meinung seien, dass Richterinnen und Richter exakt ab dem 55. Lebensjahr sich nicht mehr ihrer Aufgabe gewachsen sehen würden. Das ist ein völliger Unsinn natürlich. Richtig allerdings ist, dass wir die Möglichkeit schaffen der Herabsetzung der entsprechenden Dienstzeiten. Das ist keine Verpflichtung, aber eine Möglichkeit. Und das halte ich für intelligent, weil ja jeder nicht die gleiche Lebenssituation hat und die gleiche berufliche Situation. Und wenn es wem hilft, dann ist es doch gut, wenn es diese Möglichkeit gibt. Teurer wird gar nichts. Es muss natürlich auch die Zeit ersetzt werden, aber in der Regel kommen da dann eben, wenn Sie so wollen, Jüngere nach und Jüngere zum Zug, was auch nicht das Schlechteste ist. Und ich finde, gerade sonst wird immer bemängelt, dass im öffentlichen Dienst alles so inflexibel wäre. Stimmt eh nicht, aber da wäre wieder mehr Flexibilität zum Vorteil mehrerer Seiten, also nutzen wir sie. Aber was ich wirklich sagen wollte, es ist eine Möglichkeit und keine Pflicht, das soll ja nicht falsch stehen bleiben hier. Und vorletztes, es wurde ja vom Abgeordneten Lausch das Exekutivdienstrecht, also als Sonderdienstrecht, angesprochen. Ja, natürlich weiß ich mittlerweile auch, dass das eine längere Debatte ist, ein längeres Anliegen. Da gibt es mindestens so viel Kontras wie Pros. Es ist ja auch richtig, dass es in den bestehenden Regelungen immer wieder Spezialregelungen gibt. Das ist ja ganz logisch. Wir brauchen uns ja nur die Dienstzeitregelungen anschauen. Da haben wir doch für die Lehrkräfte ganz andere als für andere Gruppen der Exekutive. Das heißt, eine gewisse Differenzierung ist jetzt auch schon notwendig. Aber die Gefahr, die wir mit immer weiteren Sonderdienstrechten innerhalb des öffentlichen Dienstes kreieren würden, ist, dass ja das Wechseln damit erschwert wird, wenn es überall völlig eigene Regelungen aus einem eigenen normativen Konstrukt heraus gibt. Und genau das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja mehr Flexibilität und das Wechseln erleichtern. Nichtsdestotrotz der Abgeordnete Lausch in einer Bemerkung recht. Es ist richtig, dass ich seine Argumente öfter verfolge und mir nicht immer klar ist, entweder was er meint, ob ich alles verstanden habe. Und es klingt auch einiges, ich glaube auch aus der Praxis kommend, es klingt auch einiges aufs Erste immer durchaus auch ansprechend. Und deshalb haben wir vereinbart, dass wir mal eine eigene Aussprache dazu machen. Ich würde es da ausdrücklich betonen, weil mir wichtig ist, entgegen vieler Unterstellungen, die ich in letzter Zeit für die Bundesregierung der öfter erfahre, dass wir hier nicht kommunikations- oder austauschbereit werden. Also wir werden das schaffen. So, und ein letzter Punkt, Herr Kollege Eipeltauer, man kann ja vieles behaupten, aber dass die Wirtschaftshilfen, und da sehe ich mich auch als Vertreter der Bundesregierung, gleich einmal im dritten Satz behaupteterweise nicht funktionieren würden oder nicht ankommen, also das
kann ich erstens sowieso nur zurückweisen und zweitens, da würde ich wirklich empfehlen, ich weiß, wenn Ihnen das Argument auf die Nerven geht, ja, aber das können Sie wirklich mit allen Ländern in Europa vergleichen. Wenn Sie sich den Umsatzersatz anschauen, wie schnell der gelandet ist bei den Unternehmen oder der Non-Profit-Fonds oder mittlerweile auch der Härtefallfonds, ja, mit Anfangsschwierigkeiten, ist ja auch nicht immer alles gleich leicht. Ja, wenn du zielsicher sein willst, ist es ein bisschen komplexer im Aufsetzen und im Abwickeln. Wenn du schneller drüber kommen kannst wie beim Umsatzersatz, dann ist es natürlich nicht auf den Euro genau, der Schadenersatz, der hier gegeben wird, sondern das ist ein bisschen unscharfer, dafür ist es sofort bei den Unternehmen. Und da macht uns der Vergleich wirklich sicher. Deutschland hat das Wochen früher angekündigt und die haben es immer noch nicht. Die haben noch nicht einmal die ID dazu völlig fertig gebracht, da wird bei uns schon 4 Wochen Zeit. Ja? Also nehmen Sie das halt auch einmal zur Kenntnis. Ich bin ja für Kritik eh sehr empfänglich. Und wir haben ja selber, und das war ja der Grund, immer wieder Verbesserungen vorgenommen. Weil man, wenn man von März weg und April weg das alles aufsetzt, natürlich sind da Unschärfen, Fehler vielleicht sogar drinnen. Die werden aber korrigiert. Und insofern weiß ich das entschieden zurück, dass diese Wirtschaftshilfen nicht funktionieren oder nicht ankommen. Man kann sagen, sie sind falsch. Man kann sagen, sie sind zu viel. Was Sie jetzt nämlich eh schon machen. Zuerst war es Ihnen zu wenig. Jetzt ist Ihnen es zu viel. Einigen Sie sich einmal mit sich. Applaus